Und somit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Valhalla und es geht direkt mit Action weiter. Letztes Mal hier mitten in der Schlacht aufgehört und jetzt wieder zurück auf dem Schlachtfeld. Sind wir natürlich gespannt, ob wir diese Schlacht für uns entscheiden können oder nicht. Und ich glaube, wenn wir nicht langsam zu diesem Gorm gehen, dass hier unendliche Gegner kommen, glaube ich. Ich glaube, das ist so vorgesehen vom Spiel. Diese Pikiniere leben, glaube ich, immer noch. Kann es sein, ja? Oh, kommt, wir können stampfen. Oh, fuck. Hat sich's ausgestampft. Tja, dann gehen wir mal zum Endboss, zum Gorm. Ich glaube, sonst kommen hier echt unendlich viel Feinde. Und das wollen wir ja nicht. Also eigentlich schon, aber wir wollen ja auch mal ein Ende finden hier. Nice. Und dem helfen wir noch. So. Jetzt gehen wir rein da. Let's go. Deine blinde Rachsucht macht dich berechenbar. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Werde ich das? Oh mein Gott, der hat... Oh, fuck, 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 fuck. Ah, du Drecksack, wolltest du mich in die Luft sprengen, oder was? Will uns tatsächlich in die Luft jagen? Ey, das ist nicht sein Ernst. Wo ist die Drecksau hin? Ist das sein Ernst gerade? Will der wirklich so einen Kampf haben, anstatt hier mit mir 1 gegen 1 zu kämpfen, hä? Traut es sich wohl nicht. Rennt jetzt ernst? Was? Sein Vater starb heute 2-mal. Der flieht echt? Das gibt's ja nicht. Angriff abgeschlossen. Kürtwies Feste. Sprich mit Sigurd, ein grausames Schicksal. Ja, das war die Schlacht hier. Und wir haben sie tatsächlich für uns entschieden. Lass den Feigling ziehen. Die Schlacht ist gewonnen, Hurensöhne. Sehr schön. Hier haben wir noch ein bisschen Beute oder was? Wir sprechen mal mit unserem Bruder Sigurd. Eivor, der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Gudurm! Übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen... Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Sünnen. Ein andermal. Ach, unser Rabe heißt Sünnen, okay. Den könnten wir die ganze Zeit nicht einsetzen, erst während den Schlachten. Oh, guck mal, wie schön. Boah. Okay, die Nacht ist vorbei. Ein grausames Schicksal. Quest abgeschlossen. 3400 Erfahrungspunkte, 40 Silber. Neue Quest, Geburtsrecht. Reittier rufen. Okay. Ja, das war die Schlacht. Und nun haben wir unser König... Oh, kann man das echt nicht mehr sammeln? Unser Königreich quasi erweitert. Wir haben hier noch einzelne Symbole, die ich halt gern irgendwie abchecken würde, aber ich weiß nicht genau, wie man hier jetzt reinkommt.
Achso, durch die Tür natürlich. Ja, ist ja logisch. Nahrung sammeln, Proviant voll. Hier ist irgendwo noch was versteckt. Lesen. Brief von Gudorm, dem Weisen Jarl Kjötvi. Ich bin Gudorm. Du weißt, wer ich bin. Einige nennen mich den Jäger. Ich spreche im Namen meines Neffen König Harald. Ein starkes, vereintes Nordwege liegt ihm am Herzen und darüber möchte ich mit dir reden. Ich lade dich in meine eigene große Halle ein oder kann, wenn dir das eher genehm ist, zu dir kommen. Gudorm. Ah ja. Eisenstern, Reichtum erworben. Boah, geil, Alter. Wir sind richtig reich jetzt. Da hinten wäre auch noch ein bisschen was für das Reichtummäßige. Das ist echt cool. Wir können jetzt die ganze, also das ganze Gebiet hier, was wir erobert haben, abchecken. Und noch die ein oder anderen Leichen looten. Oh, die bleiben sogar liegen, Alter. Wie geil ist das denn? Na gut, nicht alle, ne? Weil es waren halt unendlich Feinde gefühlt. Aber ein paar bleiben auf jeden Fall liegen. Finde ich ziemlich geil. So, hier war noch irgendwas versteckt. Das habe ich in der Schlacht nicht gefunden, weil die Tür verschlossen war oder noch ist. Ne, ist sie immer noch tatsächlich. Aber hier muss man doch irgendwie reinkommen. Okay, das geht das erst später? Hm, oder muss man hier durchs Fenster? Nee, ne? Warte mal, kann man doch bestimmt hier rein, oder? Kann man hier rein? Muss man doch irgendwie reinkommen. Bin ich zu blöd gerade. Hier ist irgendein Ding, was ich haben möchte, aber nicht reinkomme. Oh, diese Rätsel in diesem Spiel. Wahnsinn. So. Ja, gut, keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir irgendwie einen Schlüssel. Aber ich komme da so nicht rein. Vorerst. Gut, wir haben hier noch einiges. Teilweise ein paar Symbole auf der Karte. Und unser Hauptziel ist da hinten 1600 Meter entfernt. Ich glaube, wir müssen wieder auf unser Boot gehen. Und gucken, wo uns dann die Reise ja hinführt. Ach, gerade oben steht's ja. Begib dich nach Al-Grekstadir. Ist ja ganz logisch, Leute. Wir müssen natürlich wieder zurück. Beziehungsweise zu unserem Verbündeten, der uns geholfen hat, dem Harald. Und natürlich eine fette Party feiern. Aber wir gehen erstmal hier rein, weil hier ist doch irgendwas gekennzeichnet. Plündern, einsammeln. Eine Schatzkarte. Und Artefakte kann man auch einsammeln. Oh, jojo, ich sehe es kommen, Leute. Das wird ein sehr langes Projekt. Das wird ein sehr, sehr langes Projekt, was wir hier gestartet haben. Aber ich denke, wir müssen tatsächlich auf unser Schiff, ne? Gehen mal gucken, ob das überhaupt geht. Aber ich glaube, es müsste gehen. Und dann können wir eigentlich direkt zur nächsten Quest segeln mit unserer Crew. Mit unserer Mannschaft, mit unseren krassen Kriegern. Gucken wir hier mal, ob das geht. Aber ich glaube, das müsste gehen. Oder auch nicht. Müssen wir es ernsthaft laufen? Das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, dass wir das laufen müssen. Die Welt, warte mal. Also wir sind da. Wir müssen hier hin. Nicht mehr folgen. Kann man da Schnellreisen machen? Nee, ne? Okay, warte, was haben wir hier? Artefakte, Rätsel. Und das... Okay, warte mal. Das ist aber merkwürdig. Als ob wir das jetzt laufen müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Will das Game wirklich, dass wir laufen? Leute, was denkt ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Sonst gehe ich aber zurück zur Party. Vielleicht weiß da jemand ein bisschen was genaueres. Naja, gut, Leute. Ich habe ein bisschen rumgeguckt und es ist eigentlich ganz easy, wenn ihr am Gewässer steht, einfach ja, euer Langschiff quasi rufen. Und dann kann man natürlich, ja, weiter segeln. Gut. Gab es bestimmt mal im Tutorial, aber ich habe mal wieder nicht aufgepasst oder nicht zugehört. Und ich würde sagen, ja, wir gehen zur Quest, oder? Segel hoch! Segel hoch! Let's go! Singt uns ein Lied. Singt uns ein Lied oder erzählt uns eine Geschichte. Eine Saga hören.
In meinem 19. Winter befahl Königs Tyrbjörn die Errichtung eines neuen Langhauses, der wunderbaren Halle, die nun in Vornberg steht. Um dieses Langhaus zu bauen, setzte er 20 Männer ein. Unter ihnen waren ich und auch Fradi, der stärkste und beleibteste Mann, den ich je sah. Wir machten uns daran, Bäume zu fällen und Holz zu hauen. Fradi war der schnellste. Er streckte 41 Bäume in nur 2 Tagen nieder. Am 3. Tag stand ein spindeldürrer Mann namens Nah kurz davor, seinen ersten Baum zu fällen. Er hatte ihn von allen Seiten behauen, wie ein verrücktes Tier. Aber der Baum fiel in eine unvorhergesehene Richtung. Direkt auf Fradi. Nah rief eine Warnung. Doch war es zu spät. Fradi hatte nur genug Zeit, sich dem Unheil zuzuwenden, das auf ihn hinabkrachte. Er hob seine Arme, um den Holzhammer zu umarmen. Die Gewalt des stürzenden Baumes trieb Fradi tief in die Schneebank. Doch ließ er nie los. Er hielt den wütenden Stamm wie eine Geliebte. Wie Hunde buddelten wir im Schnee, um ihn zu erreichen. Wir fanden Fradi in 3 Metern Tiefe, am Leben, doch mit Schmerzen. Den Baum noch immer auf den Schultern. Yeah. Ja, geile Story, würde ich sagen. Leute, ich würde sagen, bevor wir unserer Hauptquest folgen, hier ist so ein Außenposten. Ich würde mal gerne sehen, was passiert, wenn wir das einnehmen. Machen wir zum Abschluss dieser Folge hier noch diesen Außenposten platt. Jetzt geht's ab, Alter. Let's go, Mann. Letzte wohl gerne. So, Kopf ist weg. Oh, das sind aber ein bisschen viele. Okay. Wir gehen außen rum. Und gehen dann richtig hart in die Flanke rein. Diese scheiß Bogenschützen, ne? Ohne Scheiß, die sind so eklig. Huch. Oh, was denn? Hast du dir wehgetan? Jetzt du noch. Bäm, Alter. Warst du schon? Ecki 1A heißt das Ganze. Ecki 1A. Hier sind noch 2 direkt am Anfang, Leute. Was ist denn los mit euch? Okay, das war's. Da hinten ist noch einer. Ihr habt alle gekillt. Oh, ihr fackelt das nieder direkt. Das ist natürlich ganz bitter. Ich wollte das eigentlich einnehmen. Und nicht niederbrennen. Und du bist auch platt. Okay, war's das? Okay, kann man irgendwas machen? Ich darf nicht zu nah ans Feuer, Leute. Das Feuer ist ziemlich OP in dem Game. Muss ich schon schmerzlich erfahren. Kann man hier rein? Achso, wir können einfach rein. Okay, und jetzt? Ah, guck mal. Knochenbeißer, Reichtum erworben. Raubzug abgeschlossen. 2 Fertigkeitspunkte erhalten. Ist das jetzt uns hier alles? Mal auf der Karte gucken, ob das jetzt echt uns ist. Weltkarte hier. Das ist jetzt unser Gebiet, oder was? Ja, ne? Legende ist mit L. Raubzug. Okay, Bündniskarte, Langschiff. Ja, das ist quasi jetzt... Ah, da können wir jetzt auch schnell reisen. Ist ja cool. Kann man überall hin schnell reisen, wo wir schon waren? Das ist jetzt die große Frage, ne? Ah, man kann tatsächlich überall hinreisen, wo wir schon waren. Das ist echt praktisch. Okay, cool. Ja, Jungs, war's das? Haben wir alles? Was ist das für ein Geräusch? Hat irgendwie Verstärkung gerufen? Okay, die gehen wieder aufs Schiff. Verstehe. Gut, wir haben irgendwas noch bekommen. Das will ich kurz noch abchecken. Ich glaube, ich eine bessere Waffe, maybe. Alter, die ist ja fast in allen Punkten besser. Ist es ein Zweihänder? Ah, das sieht aus, als wäre das ein Zweihänder.
Die Frage ist, ob wir ohne Schild spielen wollen. Wollen wir ohne Schild spielen? Hm. Ach, warte mal, ablegen wir mit A. Ich kann das gar nicht ablegen. Hä? Ja, gut. Egal, Leute. Geht anscheinend gerade nicht. Warum auch immer. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Valhalla und gehen dann zur Quest hinterher, also zum Geburtsrecht nach Alrekstadir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, bevor ich die Folge beende, ich habe hier noch was gefunden. Seespäherei, Kjotvi. Haralds Schiffe kommen und gehen und zerstören und stören uns nicht. Ganz wie du sagtest. Rabenschiffe gibt es nur wenige und sie sind schwach. Das Land ist unser, Haug. Ja, das habe ich hier noch gefunden. Irgendwie ist dieses ganze Gebiet noch Sperrgebiet, aber ich glaube, das haben wir dann doch erobert, oder? Ja gut, dementsprechend bis zur nächsten Folge. Ich gucke mich noch ein bisschen um, aber ich glaube, wir haben hier alles quasi. Na, ihr wisst schon Bescheid. Endlich haben wir unsere Rache wieder. Wir haben unsere Ehre wiederhergestellt, unseren Vater gerecht, die Siedlung zerstört und was erobert. Ich denke mal, besser kann es für eine Folge nicht laufen. Und dementsprechend sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Assassin's Creed Valhalla. Macht's gut, Skoll, bis dahin.